wir spielen zusammen. Achso, ja, ich, okay. Abwechseln wollten wir heute mal doch, oder? Jetzt wirklich. Weil, oh. Nein, komm, mach. Nein, will ich nicht. Schmollst du jetzt? Nein, ich schmoll jetzt nicht. Also, herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Der Smirk schmollt. Wir werden das gleich auch im Spiel erleben, wie er weiter schmollt. Und wir sind immer noch in Far Cry 3 in der Koop-Mission. Ich habe Schnurrbart, guck mal. Ja, du siehst total schick aus und du, vor allem zitterst du. Ja, das hier, das ist so eine Krankheit, die ich habe. Wir legen los und erwarten die nächsten Gegner binnen ein paar Sekunden, wenn du mich fragst. Ja, ich habe schon gesehen, da gibt es eine Kiste. Ach was? Zwei Kisten sogar, guck mal, schau. Munition? Die brauche ich. Und Bums. Bums nehme ich auch mit. So, und ich habe eine Pistole. Ich freue mich über meine Pistole. So, du hast doch gerade gegen den Kalaschnikow gewechselt im vorigen Level, oder? Wir sind aber im nächsten Level und bei jedem Level wird resettet. Oh, gut, ey. So, also ich renne. Habt ihr übrigens diesen Dschungel gesehen? Grün in grün. Man kann sich in Büschen verstecken, ist das nicht schön? Eine Pixel. Also ich spiele ja gerade den Singleplayer und das fieseste im ganzen Ding ist das ganze Kropfzeug, was da rumläuft. Der ganze Viecher, die Tiger und keine Ahnung. Frösche. Nee, Mäuse. Haben wir noch nicht gesehen. Also die bringen mich immer um. Ey, alter Schild, gibt's die Frösche bringen mich um. Gibt's hier einen Korb, kommst du an mich? Nicht die Frösche. Ich habe noch nie Frosch gesehen. Ja. Angriff des Riesenfrosches. Oh Mann. Gut. Folge also, mir den reifen Spuren des Kapitäns. Ich komme nach. Bin gleich da. Juhu. Du siehst schon den ersten Gegner. Warte auf mich. Du siehst schon den ersten Gegner. Du siehst immer mehr als ich. Warum siehst du mal mehr als ich? Der pinkelt. Guck mal, der pinkelt. Guck mal. Das war schon fast leise. Ich habe einen Mann beim Pinkeln. Luftkill? Ich habe ihn angepustet. Er ist gestorben. Mein Atem ist so der Atem des Todes. Atem, ja. Ich habe gerade Wenn ich jetzt die rote Kiste neben dir da, dann bist du wahrscheinlich tot, richtig? Ja. Das macht man gar nicht. Da ist. Da ist ein Auto auf dem Dings. Kann ich nicht aufnehmen. Hast du schon war, oder? Ja, anscheinend ist das so ein Wiederbildungsteil. Wo bist du denn eigentlich? Da oben steht ein Dude. Da komme ich aber. Der Dude? Den kann ich wieder ohne Zielfernrohr nicht vernünftig erledigen. Die Kiste ist gefunden gerade. Oh, sie kommt. Sie hat es gesehen. Ein bisschen Stoff für uns. Okay. Wo? Da war einer. Genau. Der da. Das ist ja auch noch. Oder? Ey, du schießt in mich! Das ist doch. Da rennt mir doch glatt sonst mehr durchs Bild. Freigeschaltete Schlussaktion, gutes Spiel. Habe ich schon Schluss gemacht? Ich hab keine Ahnung, was du da machst. Ich geh jetzt nach Hause. Warte. Was? Ja, das ist eine Schlussaktion, ist vorbei jetzt, oder? Ja. Vielleicht musst du die Punkte sammeln, oder? Kriegst du Tagesherausforderung absolviert? What für ein Tag? Warte mal. Schon so spät? Was so. Für ein Tag? Keine Ahnung. Hund. Aber! Das war ein gepanzerter Hund. Ein gepanzerter Hund? Man kann mir das nicht erklären, weil der war. Also der braucht hier ganz ehrlich, der hat ein kleines Lederhalsbändchen um, so ein kleines Geschirr. Wenn das ein gepanzerter Hund ist, der sieht für mich aber anders aus. Ich guck auf den Hund, dafür liegt da so ein Körper. Der scheint auch, glaube ich, ziemlich in der offenen Dingsform zu sein. Oh Gott. Warum renne ich denn? Ich bin halt ein heißer Typ, würde ich sagen. Ja, achso, verdammt. Du bist kein heißer Typ, glaub mir das. Ich kann bestätigen, dass du es nicht bist. Oh, Baby. Ich soll dich nicht verlieren. Das glaube ich allerdings auch. Oh, dieses Handgranaten werfen. Ey, legst du dir das auf die Füße oder was? Kannst du bitte aufhören, Handgranaten zu schmeißen, wenn ich da stehe? Andersrum, warum stehst du immer da, wo ich Handgranaten hinwerfen will? Ja, ich habe die Munitionskiste. Du bist ein Handgranatenmagnet, hat man dir schon mal gesagt? Ja, ich bin ein ganz anderer Magnet, du. Wo ich stehe, gibt es Handgranaten. Gibt es Munitions. Und ich brauche erstmal eine andere Waffe. Wer schießt denn da? Also warum und auf wen? Wir haben doch schon mal Shooter gespielt, oder? Nein. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. So. Sind die irgendwie unsterblich oder so? Er geht aber lustig in die Knie. Ey, Marco. Er hält sich das Knie. Oh, ein Pfeil in meinem Knie. Du hast keine Pfeile geschossen. Hier ist auch Pfeil. Oh.
Hast du nicht Skyrim gespielt? Finde den Sprengstoff und bringe ihn an der Brücke. Ja, wenn ich da langlaufe, beschießt bestimmt da jemand und dann bin ich der Erste, der da wieder drauf geht. Ich kenne das doch schon. Okay. Ich kann das auch. Halt, da war... Wo war das da? X für Sprengstoff. Eine Falle. Nein, aufheben. So, du musst mich beschützen. Ha! Und wo muss ich jetzt hin? Zur Brücke. Woher weißt du das? Da stand er dran. Hallo? Es könnte auch an den Symbolen liegen, die einfach so aussehen wie kleine... Mal, gehst du da langsam oder was machst du da? Hallo? Bin ich mal ein bisschen schneller da. Was soll ich denn machen? Ja. Soll ich es ablegen oder was? Ja, okay. Meine Güte. Stehst du jetzt wieder da, wenn ich Hand haben würde? Ja, warum? Ja, natürlich stehst du wieder da. Kommt so, also so ein kleiner Karton, so schwer kann das Ding nicht sein. Ja, ist C4, das ist wie... Muss ich das hier ablegen oder so? Och, muss ich auch genau da hinlegen, ne? Also da so, virtuell, wo der Paket ist. Naja. Das ist nicht so nett, ne? Doppelkill, wie kann man zweimal sterben? Innerhalb von kurzer Zeit, keine Ahnung. So, und nun? Ja, du? Das zweite Paket holen, das leuchtet da schon wieder. Ach Gottchen. Eins Schleppst für du das Papa, wieder, eins für Mama. Soll ich das verschleppen, oder? Hallo, ich bin der jüngere Kerl, ich kann die schwereren Sachen heben. Mein Ischias. Mein Ischias. Wo war die Munitionskiste nochmal? Welche Munitionskiste? Ja, da wo man Munition herholen kann. Ich hab hier schon wieder Kundschaft. Das ist total toll. Die Waffe ohne Zielfernrohr, ey Mann. Ich schleiche dann mal in deine Richtung. Nicht, dass wir jetzt auf der anderen Seite. Es gibt doch diesen Animationsfilm, also die Turbo, den könnte ich jetzt hier brauchen. Schalte den Riesenkerl auf. Hier vorne muss ich es ablegen, ne? Du meinst da, wo das ein Oh, ein fetter Sack. Ein fetter Sack? Alter, der ist richtig fett, der ist gepanzert. Das darf der gar nicht. Das hat nichts gebracht, glaube ich. Was? Natürlich hat das was gebracht. Das ist ja Hälfte seines Heldes. Nimm dies. Nimm dies, du Fettsack. Doch, Reload, scheiße. Ich warte mal auf meine Wiederbelebung. Aber ich hab ihn fast fertig. Also, siehst du? Ich hatte ihn eigentlich. Hast du es gesehen? Ich bin rausgegangen! Alle Spieler sind außer Gefecht. Fuck! Ja, nun? Wir schaffen gar nichts. Wir lachen von viel. Wir fangen irgendwie von... Ey, Mann. Oh, nicht drauf sein. Oh. Gib mir auch mal ein Haargel. Nein, aber dann nimm das. Ja, gleich nochmal, oder? Das schöne Sofa. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es gespielt. Oh, ich tot, du lebst. Was? Was? Nein. Kannst du ein ganzes Gesetz mit mir? Ich tot, du lebst? Ja, spreche Comics, oder? Wir müssen nur das zweite Ding. Nee, das erste. Wir sind eigentlich da. Gibt's ein Checkpoint. Gut. Das ist schön. Warte, den Handgranaten habe ich genug. Also der dicke Sack am Ende, haben wir jetzt gelernt. Beim zweiten Auswahl gibt es einen dicken Sack. Also verballer nicht deinen ganzen Sprengstoff, hast du nicht gesehen? Hast du nicht irgendwas zum so Marinen oder sowas zum Ablegen? Ja, hab ich. Ja, dann mach das doch einfach mal. Ja, hab ich, sagt man da auch mal. Ui! Merkst du selbst, oder? Ja, das sind aber keine Claymores, das sind C4-Pakete, die ich verteilen kann. Wenn du das Paket abgelegt hast, kann man da mal... Ja, ich mache aber wieder das erste Paket vorne, weil dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, bis der Dicke dann kommt. War ein kürzerer Weg, ja. Gut. Was macht ihr mit dem Paket? Ablehnen. Nein. Wir wollen die Brücke sprengen. Ja, das sind wir. Ja, mein Paket, das ist... Also sind keine Präsente oder Weihnachtsgeschenke oder so, sondern ein kleiner Detonationsspaß für unsere Feinde. Aber da ruft jetzt kein Mensch, können wir nicht einfach... Nicht wegrennen. Das ist nochmal letzter Schuss. Ich dachte gerade, du willst ihn jetzt erschießen, warte. Ich bin noch gar nicht da. Dann will ich dich besser erschießen. Hast du schon geholt? Hallo, ich bin dabei. Ich bewege mich
Oh nein, das ist also eine wohl. Schnecke ist schnell. Ich kann die Vegetation wachsen sehen, ganz ehrlich. Guck mal, der Baum ist schon ein bisschen gewachsen im Vergleich. Schaltet den Riesenkerl an. Willst du dir jetzt mit dem Messer erledigen? Nein. So, ich bin fast da. Geht ohne mich, ich habe nur 1% Akku. Mach jetzt nicht schnell. Alle von der Brücke, wir zünden das Teil. Was ist das Kopfzeug da? Der Hetzer kommt angerollt. Da kommen sie, Big Boss. Okay, wo der kommt? Geht der noch? Ja. So. Macht doch nichts. Jetzt lebt er nicht mehr. Ist weg? Ja. Er hat nämlich rot geleuchtet. Was macht es? Es leuchtet rot. Die Brücke muss weg. Finde den Zünder. Aha, okay. Ich bin auf dem Weg. Ich laufe einfach mal wieder. Wenn du ein Maschinengewehr mal haben möchtest, sieht das aus. Jetzt kann ich nicht, aber du brauchst das bestimmt. Weil ich bin ja der Träger und du bist der andere. Okay, was ist das? So, jetzt brauchen wir den Zünder. Halten, um zu interagieren. Nicht draufdrücken. Ich bin noch auf der Brücke. Zeit zur Explosion. Ich bin aber weg. Ich bin von der Brücke runter. Ja, gut. Okay, Zwischenfrequenz. Gut. Oh, der Fitbox hier, der war ja nicht so nett, ne? Ich konnte ihn nicht genug kennenlernen. Wir hatten zu wenig Zeit zusammen. Da geht sie hin. Das war so witzig. Entschuldigung. Hier ist eine Kiste. Wenn du mal hier, wo? Hier ist eine Kiste. Hallo? Ich sehe zwar, was du da machst, aber wo bist du? Also außer, dass du hier sitzt. Ich meine, siehst du da kein Symbol über mir? Nein, da sehe ich dich. Nein, jetzt sehe ich dich. Nein. Hast du Spaß? Ja. Und wo war die Kiste jetzt hier drin? Ja. Ja. More Bullets. Ja, More Bullets. Oh, da gibt es einen... Hier gibt es einen Bums. Nachladteil. Ein Bums-Nachladteil? Wo bist du? In unserer Welt heißt das Viagra. Hier, hallo. Aber für so einen alten Kerl bist du echt noch ziemlich agil, ganz ehrlich. Aus dem Stand irgendwie 2 Meter hochspringen. Was kann ich hier? Auch noch Munition. Auch nochmal Munition. So nett. Kann das aber auch, kann ich auch nicht drauf. Folge weiter die Spur des Kapitäns. Dann joggen wir mal eine Runde, oder? Erstmal wieder diese. Frag mich nicht warum, weil ich es kann. Warum? Weil ich es kann. Das ist ein Auto. Oh, nicht schon wieder so ein Autorennen. Ja, oh, oder so. Das war echt. Du fährst das mal ganz. Das Auto ist kaputt. Ach, schade. Also ganz ehrlich, in das Auto steige ich nicht ein. Das nimmt doch keinen TÜV mehr ab. Ja, das kleine Feuerchen. Kannst du ein Eier drauf braten? Habe ich nicht noch Werkzeug? Kann ich das nicht auch irgendwie anzünden? Oh ja, guter Punkt, ja. Nee, das war hier mal rechts. Das war rechts? Ja, also jetzt auf der rechten Seite war das. Habernett, Ballerin. Zu Fuß heißt es. Ja, ganz ehrlich, diese Mopeds haben uns aber auch nicht weitergeholfen. Die Drecksau hat ein Messer. Hier, komm mal ein bisschen Messer. Bist du sicher? Ich hab eine Granate, das ist viel einfacher. Siehst du? Kann man ein bisschen messern. Zack, Smirk wiederbeleben. Ist klar. Du stehst aber, also so eine Spritze will ich in Realität auch haben, ganz ehrlich. Das wird aber hier das Krankenhaus für den Körper flüssig machen, oder? Ja. Sitz du und lang! Ja, ganz gut. Läuft. Und du? Wo ist mein Onkel? Welcher Onkel? Dein Onkel ist auch hier? Ist mein Onkel? Level 2 irgendwas Aufstieg. Ich weiß gar nicht, kann man hier XP sammeln? Das ist krass. Was ist denn für eine Kundschaft, weißt du das? Du hast was das denn? Was hast du denn da für ein Ding? Das lag hier rum. Außerdem, das geht dich gar nichts an, was ich für ein Ding habe. Ey, krass, was hast du denn für ein Ding, du? Killers ist ja, wir sind ein bisschen schweinerisch heute. Wir? Sprich für dich? Ja, du machst das ja schon. Ja, aber das Ding irgendwie so richtig. Schafft das nichts? Naja, dass es nichts schafft, kann ich nicht sagen, aber das ist jetzt. Ach, da kann man. Aber ganz ehrlich, das ist ein Reiß irgendwie total. Der Typ fällt auch nicht mal auf, jetzt, weil auch nicht dran.
Kopfschuss. Hinter dir war auch einer. Ja gut, den kann ich jetzt kaum sehen. Ja, da fliegt mich ja da. Ach, da kommt meine Güte. So müssen wir da hin, damit der endlose Strom am Gegner endet? Folge weiter den Spur des Kapitäns. Sicher Kapitän. Oh, ach, das... Ich hätte eben gerade auf dich geschossen. Ah, ja. Ich kann das auch. Denk an deinen Führerschein. Das ist nur einmal polieren, würde ich sagen. Gleich. Was ist los? Lass uns eben die Gegner fertig machen. Ja, ich weiß. Ah, Mama. Ja, ich bin noch zu spät, ich weiß, wo sind die? Einmal waschen, polieren sozusagen. Ich leck's dir ab, du. Wo ist auch da? Du gehst gerade drauf, oder? Ja, du bist aber nicht viel. Alter, was haben die gewechselt, ey? Oh. Wenn ich wäre, meinst du, ich würde sagen, rechts von dir ist einer, hinter so einer kleinen Palme da. Rechts von dir? Da, wo die Handgranate gerade explodiert hat, ist egal. Ich glaube, die Handgranate. Das. Mann, so ein kleines Fenster und ich kann da nicht durchhüpfen. Das ist doch. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der Binder behält. Ich hab was gemacht. Halt, roter Kopf. Ey, der war gut. Der hat mich umgehauen. Und er hat sich. Ist er draufgegangen gerade? So, Zeit für den Friseur, würde ich sagen. Leute, das war so schlecht, das müsst ihr nochmal gucken. Deshalb. Alle. Das zeigen wir euch nächstes Mal. Komm, der Hund, der ist egal. Alter Schwede! Da steht auch noch ein großer Bild, würde ich sagen. Fall nicht wieder um. Einfach hier abonnieren. Und falls ihr alle Folgen sehen wollt. Das bin ich. Viel Spaß. Und tschüss.